Ja, hier ist der Oliver Session und ich zeige euch heute von Houston Kettner den Grandmaster 36. Houston Kettner Grandmaster 36 und wie ihr natürlich unschwer erkennen könnt, der Verstärker leuchtet blau und woran erinnert euch das? Natürlich an die Tube-Meister-Serie, habe ich natürlich auch schon vorgestellt und in dieser Tradition eines kleinen Verstärkers liegt natürlich auch der Grandmaster oder der Grandmaster, ist immer lustig, wenn so Worte natürlich Englisch und Deutsch vermischen, deswegen so Großmeister, Grandmeister, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass der Verstärker sehr, sehr viel mehr Features hat als der Tube-Meister. Der Tube-Meister ist natürlich ein sehr, sehr puristischer Amp, lässt sich nicht programmieren, ist auch nicht MIDI abrufbar und so weiter. Und da hat man sich beim Grandmaster gedacht, ey, wir schöpfen mal das komplette Potenzial aus, was praktisch ein Röhren-Amp samt Programmierung liefern kann. Ihr habt das schon am Anfang gehört, ich habe ein bisschen mit Delay gespielt. Ja, das Delay habe ich nicht eingeschliffen. Das Delay kommt direkt vom Amp. Und das lässt schon vermuten, was da für Features kommen. Ja, das ist echt der Knaller. Ich gehe mal ganz zu Anfang hier rüber auf meine iPad-App, denn hier sieht man ganz gut, welche Sounds verfügbar sind. Und ich rufe das hier ab über so ein MIDI-Interface. Ich kann hier direkt wechseln von Bluesy Clean, wenn ich möchte. Ja. Oder wenn ich möchte, gehe ich einfach auf irgendeinen krassen Metal-Sound, gar kein Problem. Ich hatte jetzt hier vorhin Fat Classic Lead, hat mir ganz gut gefallen. Modern Metal ist natürlich, lässt sehr, sehr großes vermuten. Okay, das ist natürlich nur vor, oder was heißt nur, es sind natürlich vorprogrammierte Sounds eines Verstärkers, der sich natürlich auch von Hand perfekt bedienen lässt. Das muss man natürlich wissen. Und wenn ich mich an einem solchen Verstärker nähere, dann mache ich das natürlich immer erstmal analog, ohne Fußboard, ohne vorprogrammierte Sounds, weil das ist mir erstmal nicht wichtig, weil ich will ja einen Verstärker selber programmieren. Ja? Und wenn ich mich dem Verstärker einfach mal so nähere und sage, okay, was bist du? Dann fange ich mal an mit Clean zum Beispiel und nehme auch den Boost raus. Und was wir dann haben, ist eigentlich ein 36 Watt Amp, ja, mit 4 EL34 und der ist schon relativ laut. Ich mache mal das Delay dann trotzdem nochmal aus hier.
Delay ausgeht. Hier ist er weg, zack. Der Hall ist praktisch ein simulierter Federhall. Das mag ich ja immer ganz gerne, wenn ich alleine spiele. Und wenn ich dann mal schaue, ich blase mal hier praktisch Gain auf, dann wird er dicker. Ne? Wie sich das so gehört, dann kann ich auch schön gegen die Endstufe fahren. Dann habe ich einen wunderbar schönen, fetten Clean-Ton. Ne? Wahnsinn. Also daran merke ich schon, dass so ein Verstärker einfach schön gesund ist. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, natürlich noch zu boosten, ist natürlich geil. Das heißt, ich gehe auf Boost, ja, und hab die Möglichkeit, ein bisschen dickeres, mittigeres Verhalten zu bekommen, ein bisschen mehr Gain. So, als hätte ich ein Pedal davor geschaltet, ne? Was so ein bisschen so die Mitten so komprimiert und schon habe ich einen bisschen schöneren Ton im Solo. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe und gehe mal auf Clean, auf den nächsten, praktisch hier Crunch, dann habe ich die Möglichkeit, ein richtig schönes mittiges Rockbrett zu fahren. Schreibt mal mein Delay aus, das habt ihr schon gesehen, wie das funktioniert. Das ist echt super geil. Was mir auffällt, ist wirklich, der Verstärker hat einen schönen, fetten Grundton. Klingt überhaupt nicht dünn oder fitzelig oder sowas, sondern hat einfach viel Eier, viel Saft, viel Fett einfach und ist noch in der Lage, das mit dem nötigen, ich sag mal, Gain zu versehen nachher. Ne? Wenn ich jetzt mal auf was Extremeres gehe, ich gehe mal auf Lead mit Boost, dann hört ihr schon, wo der Amp auch zu Hause sein kann. Jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, über ein neues Gate mir das Rauschen rauszuholen. Das ist der Knaller. Hört ihr mal, wie der Amp rauscht, ohne neues Gate. Und ich kann wirklich einfach das neues Gate reinlegen. Und das ist so ein geil, super geil, intelligentes neues Gate, was sich praktisch intern an den richtigen Punkten praktisch automatisch einmisst. Ja, das heißt, ich kann in dem Moment die Gitarre einfach aufdrehen und ich habe ganz, ganz wenig Brummen und kann direkt anfangen zu spielen. Hier. Wahnsinn, sogar die Single Coils werden weggenoisgated, wenn ich jetzt einfach hier. Das ist der Knaller. Ja, normalerweise ist jetzt die Holle. Hier könnt ihr mal vergleichen. Ja. Ich mach's noisgate an. Knaller. Thank you.
Jetzt werden natürlich viele, jetzt werden natürlich viele fragen, ey, warum denn Noise Gate? Warum machen die das denn nicht so, dass ein Verstärker nicht rauscht? Ich meine, mittlerweile ist es so, das muss man auch mal sagen, ne? Verstärker haben so viel Gain, haben so viel Gain-Reserven. Ich meine, ihr wisst doch, der JVM hat auch diesen roten Modus im Gain, den eigentlich keiner wirklich benutzen mag, weil er einfach so viel Gain hat. Auch von Engel gibt es echt Amps, die haben so viel Reserven an Gain, wo selbst ich als High-Gain-Spasti sage, ey, das ist mir fast schon zu viel. Aber natürlich ist einfach viel Gain mit einer hohen Nebengeräuschentwicklung verbunden. Ja. Das heißt, in dem Fall ist natürlich ein neues Gate absolut sinnvoll, vor allem dann, wenn man oben in den hohen Regionen von Gain spielen will und man will sich nicht andauernd mit dem Pfeifen und Rauschen der Gitarre auseinandersetzen. Super geile Geschichte. Okay, jetzt komme ich zum Hauptpunkt. Ich habe euch ja vorhin schon erzählt, der Verstärker ist MIDI-mäßig speicherbar. Das heißt, ich kann über ein MIDI-Board, was ich jetzt hier mir mal hingestellt habe, ich habe es jetzt nicht angeschlossen, aber ich kann es euch ganz gut erklären. Ich habe hier praktisch 1, 2, 3, 4 Sounds pro Bank und ich habe dann hier praktisch die Möglichkeit, die Bänke hoch und runter zu schalten. Das heißt, ich kann mir 128 Sounds in meinem Verstärker speichern. Und das ist wirklich der Hauptunterschied praktisch zu der Typmeister-Serie. Und wenn ich jetzt mal rübergehe zur App, da seht ihr ganz gut, ich habe nämlich die App einfach mal verbunden mit dem Amp per MIDI Send und Return. Das heißt, ich kann direkt sagen, das sind meine Sounds, die ich gespeichert habe. Und das ist auch direkt synchron mit meinem Board, wenn ich möchte. Da kann ich genau sagen, ich speichere mir das. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ich hier auch praktisch elektronische Potties habe, ja, aber das dürft ihr jetzt nicht verwechseln mit den Modeling-Schaltkreisen von zum Beispiel Line 6 Amp oder sowas, wo ihr auch so Fader habt, die praktisch elektronisch reagieren, sondern hier ist es so, dass ich praktisch einen analogen Schaltkreis habe, der mit Potties, die MIDI-Werte verstehen, ausgestattet ist, aber die Potties selbst sind analog. Das heißt, ich habe hier wirklich wirksame, da man hört es auch, ne? Der wird jetzt geregelt, aber es sind analoge Potties. Ja? Ich gehe mal auf ein Amp mit wenig, oder auf einen Sound mit wenig Effekt, Fat Classic Lead hatte ich ja vorhin schon. Jetzt gehe ich hier auf Gain. So, das heißt aber, es ist nicht so, dass ich hier praktisch intern digital einen Wert in einem digitalen Schaltkreis verändern, sondern es ist analog. Der ganze Amp ist nicht digital. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Missverständnis, was oft dann aufkommt, wenn man so Fader hat, die so virtuell reagieren, wo man denkt, da ist bestimmt was digital dran. Nix digital, der Verstärker ist absolut analog. Super wichtige Geschichte. Und das ist echt eine absolute Neuerung beim Grandmeister. Jetzt gehe ich mal auf den Ultrasound ohne Gain Boost. Höre ich natürlich auch, der Verstärker ist wirklich sehr, sehr laut, also der reicht auf jeden Fall für eine kleinere Probe auf jeden Fall aus. Und ich habe dann aber die Möglichkeit, auch über die App sogar hier die Wattzahl zu verändern. Wenn ich mal rübergehe, Moment, wie funktioniert's? Da, jetzt hat's funktioniert. Jetzt geht's auf 1 Watt. Irgendwie ist mein Finger zu trocken. Das heißt, ich bin jetzt hier hinten auf praktisch 1 Watt und habe dann hier die Möglichkeit, die Endstufenzerrung voll auszunutzen. Das ist der Hammer. Es ist nicht laut hier. Ja, ich kann wirklich hier spielen. Es ist nicht laut und ich kann wirklich den Amp so richtig schön suppen lassen. Natürlich so, wenn so ein Amp so viel Gain hat und man so fühlt sich so wohl, spielt mir auch sehr, sehr gerne diese ganzen High-Gain-Sachen. Das ist super krass. Ich kann natürlich auch den Verstärker stumm schalten, dann habe ich praktisch die aktive Loadbox oder vielmehr Redbox hinten praktisch exklusiv ohne den Verstärker zu hören. Das heißt jetzt,
Wenn ich jetzt praktisch ein Kabel angeschlossen hätte an mein Recording-System, hätte ich hier die Möglichkeit, den Verstärker nur über die Redbox zu hören. Das heißt, ich kann wirklich nachts aufnehmen, wenn mich niemand hören soll. Ansonsten habe ich hier die Möglichkeit, 1 Watt, 1 Watt, 5 Watt, 18 Watt oder 36 Watt. Und 36 Watt, wie gesagt, ist perfekt laut. Laut genug für eine gute Probe. Jetzt habe ich ihn voll aufgedreht, sorry. Ich gehe nochmal auf Crunch ohne Boost. Okay, was jetzt hier gewabert hat, war im Prinzip der Flanger. Weil das ist auch noch ein Feature, was ihr habt. Ihr könnt über Effects Access direkt auf die Effekte zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt hier praktisch will, dass ich einen Chorus habe, ja. Lässt sich das hier einstellen. Ich habe hier die Intensität. Und wenn ich will, mache ich daraus auch einen Phaser. Das ist schon super krass, was so ein Amp dann so für Möglichkeiten hat, und man kann das dann auch noch über eine App im Prinzip programmieren oder auch abspeichern und nachher live noch über so ein MIDI-Board abrufen. Das ist schon eine super feine Geschichte. Da hat natürlich Thyssen Kettner auch die Möglichkeit, als Hersteller, der nicht so sehr in dieser historischen Tradition steht, wie beispielsweise Marshall oder so, ne? Wo man dann sagt, ey, wenn die Verstärker bauen mit mehr als 5 Knöpfen, dann läuft dir die halbe Welt amok, weil sie sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Da ist man natürlich freier, wenn man sagt, okay, wir machen einfach Amps, die Features einfach haben, die wir gerne hätten in Amps, wenn wir uns das einfach wünschen würden. Ne? Und da ist natürlich ein Hersteller ohne diese riesig krasse Historie einfach freier, obwohl es die Firma auch schon sehr lange gibt. Ne? Und das mag ich immer sehr gerne, wenn die Deutschen was machen, was den Amis so ein bisschen entgegensteht. Und ich meine, der Erfolg gibt der Firma auch recht, ist sehr, sehr erfolgreich in Japan, sehr, sehr erfolgreich in Amerika. Und insofern sieht man, dass es dafür auch einen Markt gibt. Das ist echt eine super geile Geschichte. Okay, ich gehe jetzt trotzdem noch, ich mache mal einen Flanger aus. FX, könnt ihr gleich mal miterleben. Motiv Intense. Beim Highgain ist es auch so, dass sich der Boost wunderbar auf den Anschlag praktisch auswirkt. Ich mag das ja, wenn sich hier der Anschlag so ein bisschen verknatscht, ja, vorne. Yeah.
da bin ich auch schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Jürgen Kettner den Grandmaster 36 gezeigt. Und der Stefan von Jürgen Kettner hat mir den Amp extra heute vorbeigebracht. Das erste Exemplar, was es bei Session Music überhaupt zu bestaunen gibt, habe ich im Moment in der Hand. Natürlich sofort ins Videostudio gerast und für euch das Video gedreht. Super geile Geschichte. Ich hoffe, wir werden Amp die nächsten Tage auch da haben, damit ihr den Amp auch selber spielen könnt. Es ist echt eine geile Geschichte, wie die Jungs das geschafft haben, neue Features reinzubringen, einfach in diese ganze Philosophie, wie mache ich einen Gitarrenton und wie mache ich das Ganze speicherbar, auch über die App, finde ich eine geile Geschichte, da ist noch sehr, sehr viel am Kommen und mir hat super Spaß gemacht, ich sage tschüss.